Ja, ich grüße dich recht herzlich und wollte kurz auf dein TikTok eingehen. Also, du vergleichst die Art und Weise, wie der Herr Jesus gebetet hat, mit der der Muslime. Und ja, es gibt diese eine Gemeinsamkeit, dass sowohl Muslime als auch der Herr Jesus sich auf sein Angesicht geworfen hat. Aber ansonsten gibt es überhaupt keine Ähnlichkeiten beim Beten. Ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen möchtest. Es gibt sehr viele unterschiedliche Religionen und somit sehr viele unterschiedliche Körperhaltungen beim Beten. Und selbstverständlich gibt es hier und da mal Ähnlichkeiten. Aber das heißt ja dann nicht, dass es dann die gleiche Religion ist, beziehungsweise auch, dass der Gegenstand der Anbetung, also die Gottheit, die man anbetet, auch die gleiche ist. Ja? De facto habt ihr ja beim Beten mehr als nur eine Körperhaltung und es ist ein bestimmtes Ritual, das weder biblische Figur noch der Herr Jesus Christus durchgeführt hat. Also das ist wirklich nur eine Ähnlichkeit hier mit dem Angesicht am Boden. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das machen sehr viele Christen. Es gibt sehr viele Denominationen, die das dann auch so tun. Und auch ich persönlich bete so manchmal. Das gibt es im Christentum, ist überhaupt kein Problem. Aber worauf es eigentlich ankommt, ja, ist nicht wirklich die Körperhaltung. Ja. Wir haben im Christentum keine vorgeschriebene Haltungen beim Beten, ihr jedoch schon. Aber der Hauptunterschied ist eben, wer wird angebetet? Ja? Und der Herr Jesus Christus hat nicht Allah angebetet, sondern er hat den Vater angebetet. Das ist das viel Interessantere.